Hallo und herzlich willkommen hier bei Downstaff. Ja, wir sind immer noch im Nachsynchronisationsmarathon. Ja, und in diesem Sinne kommentiere ich jetzt diese Folge. Und zwar ab jetzt. So, erstmal buddeln wir hier die Holzstämme aus. Die müssen weg, wir brauchen Platz hier. So, jetzt rennen wir mal hier rüber. Ah, was wollen wir noch machen? Bisschen Honig da rausholen, dann müssen wir erstmal den Hut aufsetzen. So, den Football-Helm tun wir mal so lange hier rein, dann holen wir den Honig raus. Aha, kann ich nicht mehr tragen, ist halt so. Schön erstmal in den Kühlschrank reinpacken. So, den anderen Hut wieder aufsetzen, jawoll. Hier erstmal den Vogel aus dem Käfig rausholen. Den droppen wir mal, dann hauen wir den mit der Schippe aufs Maul und sammeln alles ein. So, die Feder kommt hier rein. Und das Morsel, das packen wir mal in den Kühlschrank. So. Könnte ich eigentlich noch was kochen? Das mache ich auch mal direkt, ne? Morsel in den Kochtopf. So, dann nehmen wir mal das, ein bisschen Honig dazu. So, den Rest wieder in die Kühlbox. Und dann gucken wir mal hier so ein bisschen Aubergine. Und den Maiskolben packen wir auch noch dazu. Oh, es wird schon wieder dunkel. Egal. So, kochen wir erstmal. Was haben wir noch so? Samen anpflanzen, zack. Anpflanzen, zack. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen düngen. Scheiße, haben wir hier. Ach, wo ist denn jetzt das Fertilizer-Ding? Geht nicht. Okay, nehmen wir den an. Nicht droppen. Fertilizen, jawohl. Und da, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ah, oh, ja, Welt drehen, mal gucken. Und da war es gerade, ich hab's genau gesehen. Hab's auch gesehen? Ich hab's gesehen. Die Scheiße kann man gar nicht hier reinräumen. Gut, schade. Hm? Ja, versuchen wir es nochmal. Ja, da war es, da. Ah, ja, haben wir es geschafft. So, jetzt werden wir mal schnell das in die Kiste packen. Und dann werden wir mal schnell ein bisschen Feuer machen, sonst ist es gleich dunkel. Und das wäre ja auch ein bisschen kontraproduktiv. Ja, ein bisschen Gras abernten, das ist auch mal wieder gewachsen. Na, nicht mit der Schippe. Natürlich, ich mache es mit der Schippe. Pflanzen wir mal ein, so. Und Schippe wieder weg. Und, oh, habe ich nicht eingepflanzt. Na, nochmal. Und einpflanzen. Jawohl, jetzt habe ich es. So, wegnehmen, mitnehmen, das ganze Gras sammeln wir ein, das ist nicht zum Rauchen, nein, das ist zum Bauen von Gegenständen. Das nehmen wir natürlich gerne mit, das kann man immer gebrauchen. So, haben wir alles. Ja, Bing. Jetzt können wir jetzt hier mal forschen. Speedy Farm Block, Turbo Farm Block, bla bla bla, blub blub. Ein Helm, was ist das denn hier? Tooth Trap, das klingt ja interessant. Das ist, könnten wir eigentlich mal machen. Dafür brauchen wir Zähne, die haben wir ja schon. Und Seile müssen wir craften. Machen wir zuerst mal Seile. Ich würde sagen, machen wir mal 3 Stück. Perfekt. So, lassen wir mal liegen, dann haben wir keinen Platz mehr. Jetzt packen wir mal das Gras hier weg. Und da haben wir doch erstmal das Essen hier. Das ist auch fertig. Also essen wir mal direkt, oder? Nein, wir packen es weg in den Kühlschrank. So. Wo waren die Zähne jetzt? Da waren die Zähne, ne? Nehmen wir die mal raus. Wunderbar. Und dann müssen wir wieder da hochgehen, glaube ich. Da liegen auch die Seile noch. Na, komm mal her. Seile in die Hand. Schmeißen wir mal hier das weg. Beziehungsweise tun das mal in irgendeine Kiste rein. So. Jetzt haben wir einen Platz. Da können wir die Seile aufheben. Und dann können wir... Wo war das denn jetzt? Da bei Waffen. Genau. Eine. Zwei. Drei. Jawohl. Super. So, die legen wir jetzt mal gleich mal irgendwo hin. Und zwar, wenn irgendwas von hier kommt, dann könnte das hier direkt reinlaufen. Das ist gut. Und dann würde ich sagen, hier unten noch eine. Nicht so weit, eher hier so, ja. Und die dritte, die würde ich sagen, behalten wir mal. Die platzieren wir nirgendwo. Gut. Nochmal in die Kühlbox gucken. Was essen wir denn mal hier? So ein bisschen Honey Nuggets. Ja, die füllen das Leben gut auf. Das ist wunderbar. So, der neue Tag beginnt. Die Falle, da ist noch ein bisschen Obst, das können wir ernten, das packen wir mal direkt hier in den Kochtopf. So, dann hier noch die, ich habe keine Ahnung was dazu, Ananas oder sowas. Man könnte natürlich auch den Namen lesen, das tue ich natürlich nicht, wäre ja zu einfach. Das könnte Kürbis sein, ich gehe jetzt einfach mal nach der Form. Und eine Möhre. So, dann kochen wir das mal schön Gemüseeintopf und hier ist wieder ein Vogel, den holen wir natürlich auch direkt raus. Ja, die Nacht haben wir auf jeden Fall hinter uns gebracht. Hallo, ich brauche irgendwas zu überschlagen hier. So, jetzt.
Sehr gut. Feder, Morsel. Kühlbox. Oh ne, wir haben es direkt so gekocht. Okay. Das ist natürlich auch eine Idee gewesen. So, keine Schweine da. Das ist natürlich doof. Wir brauchen immer noch ein bisschen Fleisch, um so einen neuen Überlebensstatue zu bauen. Was können wir nochmal erforschen hier? Stonewall. Wooden Flooring. Tja. Pickhouse. Ja, was gibt's hier noch? Den Breezy Vest. Okay. Warm but light enough for summer. Brauchen wir nicht. Gucken wir mal weiter. Na, mehr gibt's da ja nicht. Ein Vogelkäfig. Da brauchen wir ein bisschen Papyrus für. Das haben wir ja eigentlich geholt. Ja, und Gold und... Ja, machen wir doch einfach mal Papyrus erstmal. Wo finden wir das? Hier nicht. Hier nicht. Hier gibt es nur Werkzeuge. Luxuriöse. Ach ja, Axt. Researchen wir mal. Kann man immer gebrauchen. So. Wo könnte denn hier noch das Papyrus sein? Hier ist es. Da ist es. Ah. Ist ja ganz einfach. Man muss nur wissen, wo es ist. Dann findet man es auch. So. Die droppen wir einfach mal hier hin. Da heben wir das Papier auf. Und dann nehmen wir hier das Essen raus. Das tun wir mal direkt in den Kühlschrank. Gut. Jetzt. Oh, jetzt schaffen wir das. Ich bin übrigens ein bisschen müde gerade. Es ist 1.50 Uhr. Ich kann das mal eben zeigen. 1.50 Uhr. 1.50 Uhr. Mitten in der Nacht. Aber ich muss ja hier noch ein bisschen aufnehmen. So, das tun wir jetzt in den Kühlschrank. Was haben wir noch? Jetzt können wir eigentlich das Ding craften. Worunter war das denn nochmal? Ja, weiß ich nicht mehr. Ab in den Kühlschrank ein paar Samen. Die müssen wir auf jeden Fall nochmal setzen. Das tun wir hier rein. Das Gold brauchen wir für den Vogelkäfig. Zack, und da haben wir ihn schon. Jetzt brauchen wir noch einen Vogel dafür. Ja, ja, nur noch ein Vogel. Muss nur noch ein Vogel kommen. Den fangen wir und tun in den Käfig sperren. Das wäre wunderbar. Das ist doch sonnenklar. Gleich haben wir den ganzen Tag schon wieder hier verbracht. Aber sowas muss auch mal sein. So, jetzt haben wir erstmal alles gepflanzt. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen Scheiße drauf haben. Wo war denn die Scheiße? Ich glaube, die habe ich nicht hier reingetan. Nein. Habe ich hier reingetan. Übers Gold wegräumen. So. Jetzt aber die Scheiße rausnehmen. Genau. Und dann fertilisieren wir mal wieder ein bisschen. Ah, dieses... Das ist echt, das hätten sie besser machen sollen. Das trifft man ja kaum. Fertilize, fertilize. Oh, wir haben einen roten Vogel gefangen. Das ist sehr gut für den Käfig. Werden wir gleich mal da rausholen. Drop, 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 drop. Geht wohl nicht. Da ist... Fertilize, nicht droppen, fertilizen sollst du, also düngen. So, und jetzt hier, und da ist es, jawohl. Und hier können wir sie wieder wegpacken. Gut. So, den roten Vogel stecken wir mal in diesen Käfig, was auch immer das bringen soll, ich habe keine Ahnung. Aber er ist jetzt voll, der Käfig. Ist ja auch schon mal was, ne? Wenn der Käfig voll ist, dann freut sich der Mensch. So. Jetzt mal die Samen ein bisschen ordnen hier. Ja, alles schön in den Käfig. Ja, können wir den füttern? Ja, gut. Und jetzt? Egal. So, tun wir den restlichen einen noch hier wieder in die Kühlbox, damit die noch ein bisschen hält. So. Schweine sind immer noch nicht da. Ja, die brauchen auch ewig, bis sie wieder wachsen. Oh, noch ein Vogel. Diesmal einen schwarzen. Oh, die Vogelfalle wieder hin. Und den schwarzen Vogel können wir nicht mehr in den Käfig tun. Ne? Der war ja voll, genau. Ja, das geht nicht mehr. Dann mal direkt einen Morsel rausmachen. So. Das können wir auch direkt in die Kühlbox tun. Beziehungsweise können wir es auch direkt kochen. Noch ein bisschen Feuer heiß und dann kochen wir ein bisschen mal hier die Morsel. Damit wir schön was zu essen haben. So, die essen wir auch direkt. Genau. Weg ist es. Verspeist.
Attack. Ah, schade, hätten wir ja vielleicht so kriegen können. Haben wir aber nicht. Ist schade, aber was soll man machen? So. Und der nächste Vogel muss dran glauben. Die Fallen sind echt effektiv. Nur alle brauchen die immer Spinnweben zum Craft, deswegen kann ich nicht so viel davon machen. Jetzt habe ich das roh gegessen. Super. Ach ja, was soll's. So, hier sind wir ein paar Bäume, die müssen wir gleich wieder fällen, bevor wieder ein Baumwald entsteht. So, die ganzen Federn mal hier einordnen. Kann ich da irgendwas mitmachen eigentlich? Ich kann abbauen oder was? Hm. Naja, gut. Keine Ahnung, ist einfach nur Deko wahrscheinlich. Wenn ihr wisst, was man mit diesem Käfig noch machen kann, dann könnt ihr es mir hier unten reinschreiben, dann erfahre ich das. Weil ich dafür irgendwas gut habe. Keine Ahnung, für mich steht er jetzt einfach nur drum rum und beherbergt einen Vogel. Ist jetzt nicht so spannend irgendwie. Aber vielleicht kann da irgendwas Tolles. Hunde abhalten oder sowas, ich habe keine Ahnung. Schreibt sie einfach unten rein, wofür ihr gut ist. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Boah. Das muss alles noch wachsen. Pickhaus, die werden auch nicht mehr wach. Ich reiß das gleich einfach ab. Ne, besser nicht. So, was können wir jetzt noch craften? Das hier oben, ja, Stoneball. Und das andere hier, okay. Was gibt's hier? Auch nur Mist wahrscheinlich. Ja, ganz viel Werkzeug. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich suche, ne? Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Cutstone, da sind sie ja. Genau. Ach, das ist gar kein. Ah, das ist ja Flint. Ich brauche also sehr viel mehr Steine. Ich muss, glaube ich, mal auf Steintour gehen und ganz viele Steine mit nach Hause bringen. Denn das ist schon wichtig und wir haben ja gar keine. Das ist echt traurig. Echt traurig, echt traurig. So. Jetzt wird es wieder Tag. Wunderbar. Tag ist mir immer lieber als Nacht hier bei den Spielern. Da kommen wenigstens, also da sieht man wenigstens was. Das ist ja schon toll. Gehen wir doch mal hier runter. Bitte, 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 bitte. So, die Samen nehmen wir natürlich mit. So, wo sind die Gräber? Die Samen nehmen wir mit. Haha, der Vogel kam zu spät. Habe ich ihn geklaut. So, links von uns, okay. Müssen wir einfach nur darüber gehen. Und da ist auch schon nebelig. Aber geht da unten die Map irgendwie noch weiter? Müssen wir mal gucken. Rennen wir einfach mal dahin und gucken uns das mal an. Da ist nichts, okay. Dann nehmen wir die Körner mit und da unten ist absolut gar nichts. World Border, fertig. Gut, oder auch nicht, wie man es nimmt. Wie man es nimmt, 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 wie man es nimmt. So, noch eine Feder, die haben wir vorhin da hingeschmissen, können wir jetzt auch mitnehmen. Kann man die Gräber irgendwie nochmal ausgraben oder sowas? Jetzt mal eine Schaufel haben wir noch. So. Oder kann man es auch mit dieser Pitchfork machen? Ich glaube nicht. Wir nehmen mal die Schippe in die Hand. Und dann. Da wurde schon gegraben, okay. Ja, hier wurde noch nicht gegraben, okay. So, drei Spatenstiche, vier Spatenstiche reichen. Vier Spatenstiche reichen. Mein Gott, um das auszugraben. Eins, zwei, drei, vier. Aha. Haben wir eine Rakete, so ein Roboterteil. Und was kriegen wir noch? Gucken wir mal. Oh, sehr nice. Noch ein Amulett. Yay. Das ist richtig cool. Haben wir wieder einen Leben mehr quasi. Das ist, das freut mich auf jeden Fall. So, dann nehmen wir noch mit den Zwergenmännchen in meinen quasi extra Inventarplatz in der Hand. So, ich sag tschüss für dieses Mal. Wir sehen uns in einem der nächsten Parts, die ich auch noch weiter synchronisieren werde. Naja, ihr wisst ja, das alte Leid. So, bis dahin. Tschüss.